Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über das Basiswissen zum Thema Altern im Religionsersatzunterricht, wie ich das so gerne sage. Ich beginne mal mit diesem allgemeinen theoretischen Tamtam, das ihr in Form von vielen Arbeitsblättern und Texten eigentlich ja, nicht präsentiert bekommt, sondern aufgedrückt bekommt. Altern ist an sich eine unserer Urängste. Der Altersaufbau der Bevölkerung in den Industriegesellschaften hat sich in den vergangenen 120 Jahren, also wir haben 2013, qualitativ verändert. Die Zahl alternder Menschen hat erheblich zugenommen. Diese Veränderung spiegelt sich in einem Urdiagramm der Forschung über die demografische Entwicklung wider. Schon 1993 rechnete man damit, dass im Jahr 2030 etwa ein Drittel der Bevölkerung im Rentenalter sein wird. Es handelt sich also nicht um ein Problem, welches bloß aktuell besprochen werden muss. Es wurde bereits besprochen und es ist nötig, es in Zukunft weiterhin zu behandeln. Das liegt nicht nur daran, dass die alten Menschen durch medizinische und technische Fortschritte immer gesünder altern können, sondern auch daran, dass durch die Emanzipation der Frau und die Wichtigkeit der Karriere heutzutage weder Zeit noch Geld ausreichen, um genügend Kinder zu verpflegen. 1880 waren bloß 5% der Bevölkerung in Deutschland über 60 Jahre alt. 1980 waren es dann schon 20%. Zwar ist Altern ein lebenslanger Prozess, doch beinhaltet Altern auch die Erfahrung von Verlust und von Gewinnen. Es ist ein soziales Schicksal und gilt als eine der schlimmsten und größten Ängste des Menschen. Mit Altern ist immerhin nach einiger Zeit auch der Tod verbunden. Während der ersten beiden Lebensjahrzehnte, also so wenn wir 20 sind, wenn die Schule endlich vorbei ist, während dieser Lebensjahrzehnte wird Altern nur durch das Wachsen und durch das Gefühl von Wachsen und nicht durch das Lebensalter wahrgenommen. Jetzt bin ich in der Zeile verrutscht, das tut mir leid. Gedanken über die Vergangenheit erscheinen den jungen Menschen verschwommen und weit entfernt. Die Fragen: Wo ist die Zeit geblieben? Was habe ich in dieser Zeit getan? Warum habe ich mir eigentlich nichts Wichtigeres stärker verfolgt? Diese Fragen möchte sich niemand an seinem Lebensabend stellen, beziehungsweise möchte eigentlich niemand wirklich realisieren, dass er an seinem Lebensabend angekommen ist. Der Blick in die Zukunft kann von Furcht bestimmt sein, besonders wenn man Angst hat, dass zu wenig Zeit übrig bleibt. Ja, toll. Auch an seinen eigenen Erwartungen zu scheitern gehört zur Angst des Alterns. So, ihr seht jetzt schon das Urnendiagramm. Und ich möchte euch dieses Diagramm so ein bisschen näher bringen, beziehungsweise sagen, was ihr damit anfangen sollt. Wenn man im Unterricht das Diagramm der Bevölkerungsentwicklung sieht, das ist ein demografisches Entwicklungsdiagramm, in diesem Fall eine Urnenform, dann ist es wichtig, fundierte Kenntnisse über geschichtliches Geschehen zu besitzen. Beispielsweise gibt es Gründe für einen Geburtenausfall. Gründe dafür können Weltkriege oder Wirtschaftskrisen beispielsweise sein. Zum Beispiel gibt es hier jetzt dieses Urnendiagramm aus 2010. Die, die etwas über 40 sind, sind sehr viele vorhanden. Da gibt es viele Menschen. Also, da seht ihr hier diesen. Ach, ich kann es nochmal markieren. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Hier seht ihr viele Menschen. Und da seht ihr viele Menschen. Auf der X-Achse sind die Menschen und auf der Y-Achse die Altersstruktur. So, da sind viele Menschen. 40 Jahre vor 2010 war 1970, vielleicht 1969. So, wegen der Schwangerschaftszeit, das dauert ja auch ein bisschen. Um diese Zeit gab es wohl viele Geburten. Woran liegt das, dass es da ganz viele Geburten gibt? Vielleicht liegt es an der Zeit der Hippies und so weiter. Oder sind da ganz viele Leute eingewandert? Das kann ja auch sein. Kann man darauf schließen, dass es das an Hippies oder Einwanderung liegt? Das muss man aber nicht. Da könnt ihr euch alles Mögliche herleiten und eben braucht ihr da ein bisschen Grundwissen. Die Menschen, die 2010 circa 64 Jahre alt waren, sind sehr rar. Da ist eine Art Loch bei Männern und Frauen. Da ist das Loch. Ich markiere es mal hier so einmal rum. Da gibt es wenige. Das sind so Sachen, die ihr bei einer Beschreibung dieses Diagramms einbinden solltet. Das zeigt euch, dass ihr auf Männer und Frauen achten solltet. In manchen Diagrammen in alten Geschichtsbüchern ist nämlich die Männerseite in einem bestimmten Alter radikal leer. Oder da gibt es ganz wenige Menschen in einem Alter, also Männer. Und das hat dann mit dem Krieg zu tun, weil die Leute, die dann im Krieg waren, dann ja weg sind. Die Leute, die 2010 circa 64 Jahre alt waren,
wären ja 1946 geboren und somit 1945 oder 1946 gezeugt worden. Daraus lässt sich jetzt interpretieren, dass die Menschen 1945, die Zahl sollte euch bitte etwas sagen, sonst schaut mal unter den Geschichtsvideos auf Oberprima zu, schaut da mal nach. Daraus lässt sich interpretieren, dass die Menschen 1945 anderes zu tun hatten, als gleich die Familienplanung aufzugreifen. Und so geht das dann immer weiter. Schaut euch mal ein paar Diagramme an, es ist ziemlich einfach. Ich habe das mit euch jetzt schon gemacht, was ich links als Diagrammbeschreibungs- und Diagrammanalyse-Vorgehensschrittweise gemacht habe. Erstens Lücken und auffällige Sachen finden, so wie ich sie jetzt gelb markiert habe. Als zweites die Jahreszahl ausrechnen, ausgehend von dem Datum, an dem dieses Diagramm veröffentlicht wurde. Dann solltet ihr aus dem Geschichtsunterricht oder aus dem Allgemeinwissen wissen, was in diesem Jahr war. Und der vierte Schritt ist dann, möglichst gut begründet und fundiert vermuten, warum das so ist, wie es ist. So, das war's jetzt zur Urangst des Alterns und zur Diagrammanalyse von einem demografischen Wandel, demografischen Altersstrukturdiagramm. So, das war's jetzt hierzu. Es gibt dann gleich noch ein zweites Video übers Altern. Fragen, Lob, Kritik oder Anregungen bitte wie immer in die Kommentare.